So, hallo zusammen, hier geht es ums Thema Außenklappen. Ich werde in unsere Außenklappen Gurtbänder einbauen. Gurtbänder aufgrund dessen, weil, wenn man diese Seitenklappen öffnet, die quasi immer nach unten fallen können. Nach unten fallen gefällt mir insofern nicht, weil da unten diese Scharniere, die da dran sind, das sicher nicht auf Dauer mitmachen werden. Und bevor mir diese Scharniere da unten abbrechen, werde ich da diese Gurtbänder einbauen. Training geht es weiter an der Werkstatt. So, wie eben draußen erwähnt, seht ihr jetzt hier diese Materialien. Das ist so ein Gurtband, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Hier diese Clips dazu, das sind die man kennt von jedem Rucksack, zusammenstecken, gut hält. Wird dann hier so der Plan durchgeführt. Ich mache mir hier ein kurzes Teil, da habe ich schon mal eins vorbereitet. Das ist aber zu kurz, also etwa 7-8 cm lang, bohr dann da Loch durch, beziehungsweise möchte ich es wahrscheinlich durchlöten. Ja, und dann schauen wir uns das mal an. So, ich habe es jetzt abgeschnitten, das ist jetzt 8 cm lang. Das sieht man, das kann man hier einfach mit der Schere abschneiden von dem Gurtband. Was wir jetzt noch machen werden, ist die Enden veröden mit dem Feuerzeug, weil das nämlich sonst sehr ausfranst. Mal schauen. Man kann auch dieses Band relativ einfach mit der Schere schneiden. Aber man sieht, wenn man es nicht verödet, es hält es natürlich. Mal schauen. Dann kommen hier die Fasern raus und die gilt es halt zu veröden, damit da nichts passiert. So, der Plan des Ganzen ist jetzt quasi, ich mache jetzt hier durch diese Öse, beziehungsweise einfach die da, genau, den Gurt durch, hier herüben und werde hier, so der Plan, einmal mit dem Lötkolben durchgehen, damit das auch versiegelt ist und nicht reißen kann. So, während der Lötkolben aufwärmt, machen wir die anderen Teile noch, raus aus dem Schraubstock. Ich brauche vermutlich 4 Stück davon. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich habe 2 Klappen und möchte die eigentlich mit rechts und links belegen. Ich weiß aber jetzt, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig, ob ich es dann auch unterbringe. Aber wir werden sehen. So. Was jetzt ich mache, ist perfektionistisch veranlagt. Ich schneide das gerade, damit es auch noch was aussieht, auch wenn es kein Mensch wahrscheinlich mehr sieht, aber wie auch immer. So, dann veröden wir uns wieder die Enden. 1, 2, 3, 4. Das letzte. Jetzt haben wir quasi 4 von diesen Teilen. 3, 4. Da kommen die 4 Schnallen dazu. Also quasi die Endstücke, die an der Klappe selbst dann festgeschraubt werden. Aber primär muss ich jetzt mal da der Lötkolben herhalten. So, der Lötkolben ist heiß. Wir probieren, ob es funktioniert. Genau, eine Seite, von der anderen. Ja, sieht gut aus. So, man kann gut erkennen, der Lötkolben hat ganze Arbeit geleistet. Und somit ist das quasi auch verdichtet, also es kann nichts ausfransen. Hier kommt jetzt dann die Schraube durch. Die reißt somit nicht. Prüfung passt perfekt. Das Ganze machen wir jetzt 4-mal. Beziehungsweise noch 3-mal und dann schrauben wir schon fest. So, noch von der anderen Seite. So vielleicht, dass man das Kabel nicht anschmort. Und auf ein letztes. Aha.
vorne. Und von der Rückseite. So. Vorteil an synthetischen Stoffen, dass die halt einfach schmelzen. So, jetzt hier quasi die fertige Schnulle. Die wird dann mit der Schraube in die Außenklappe verbohrt, verschraubt und dient als Gegenhalt zum Spanngurt oben. So, wie ihr selber sehen könnt. Ich werde jetzt versuchen, das hier einzubohren. Ich hoffe, das klappt, so wie ich es mir vorstelle. So. Natürlich sollte man die Schraube vielleicht zu lang wählen, dass sie nicht unbedingt auf der anderen Seite rauskommt. Aber, wie man sieht, klappt ganz gut. Jetzt mache ich praktisch hier noch die Halterung, das Längsstück. Das habe ich quasi noch. Ich möchte jetzt das hier einstecken. So. Und dann kommt das Gurtband da oben her. So ist der Plan. Dann fällt die Klappe nicht mehr runter. Also quasi da oben hin. So runter. Das sollte halten. So, wie ihr seht, habe ich jetzt diese Gurte relativ lang bemessen. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass diese Latte, die hier ist, relativ locker ist. Zweite Seite, Gurt auch lang. Und da ist innen der Lattenrost. Und ich denke, dass ich das dann im Lattenrost und innen festmachen werde, der jetzt hochgeklappt ist. Aber schauen wir uns doch mal näher an. So, jetzt sind wir im Inneren des Wohnwagens. Wie ihr seht, sind hier diese Klappen, diese Scharniere, diese Gurtbänder. Ich werde die jetzt hier reinschrauben, weil ich einfach das Gefühl habe, dass der Lattenrost das besser aushält als jetzt dieses Holzlöckelchen, das da hinten dran ist. Aber wir werden sehen. So. Dann einmal Schraube Beilagscheibe. Das Loch hier habe ich wieder genauso verödet wie vorhin die kurzen Schnallen. Und jetzt schauen wir mal. Einigermaßen stabil aus. Jetzt machen wir das Ganze noch eben auf der anderen Seite. Daher wieder machen wir es noch das gleiche. Nochmal dieses Board. So. Das werden wir jetzt auch hier festschrauben. Und wenn es da festgeschraubt ist, dann haben wir schon. So. Da haben wir auch wieder Schraube, Beilagscheibe. Dann gehen wir auf dieselbe Höhe. So, die dann jetzt so hier sind. Und dann sieht es gut aus. So, jetzt haben wir quasi einmal hier befestigt mit dem Gurt nach unten. Einmal hier befestigt. Der Gurt hängt natürlich jetzt da rum. Aber das wird natürlich auf Dauer nicht so sein. So, erste Öffnung. Mit den neuen Scharnieren. Und wie vorgestellt, natürlich stimmen die Längen jetzt nicht. Aber das Zugbandturm macht, was es soll. Zurückziehen noch. Länge haben und dann sieht es gut aus, würde ich sagen. Somit fällt nichts mehr runter. Schaut ganz gut aus. Die Höhe machen wir es noch, aber dann passt das für mich. Auf und ab.